Ja, moin Freunde und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Let's Show von der Rhein-Ruhr-Karte. Ja, das letzte Update-Video ist ja schon etwas länger her, dafür entschuldige ich mich natürlich extrem. Ich habe in der letzten Zeit wenig daran weitergebaut, denn es wurde mal in einem Stream gesagt, ja komm, fang Stuttgart an. Dann wurde mal wieder gesagt, hier, besser gesagt, dann habe ich im Stream City Skylines wieder entdeckt. Und dann gab es eine Zeit lang wieder City Skylines. Und ich habe halt gesagt, ich komme hier nicht weiter, weil, ja, mir fehlen einfach die Mods. Zum Beispiel der Düsseldorfer wird jetzt, gemacht. Der Dortmunder wird ja auch noch fertig gemacht. Und wenn die zwei Mods fertig sind, dann haben wir auf jeden Fall wieder sehr, sehr, sehr viel zum Bauen. Und da kann ich mir auch vorstellen, dann wieder wirklich regelmäßig auch offline an der Rhein-Ruhr-Karte weiterzuspielen. Aber es gibt heute trotzdem ein kleines Update-Video, denn es hat sich natürlich was getan. Und ja, natürlich nicht hier in Düsseldorf, sondern einerseits mal wieder in Duisburg. Ich habe Duisburg zum unglaublichsten 5. Mal nun umgebaut, weil ich war nie zufrieden, aber jetzt bin ich es, ja. Ich habe in Duisburg sogar schon angefangen, mit den Straßen nachzubauen, aber da ist mir natürlich aufgefallen, dass ich den Bahnhof damals total falsch platziert habe. Und ich habe jetzt nicht wirklich die Lust gehabt, nochmal komplett alles neu zu machen, denn wer diese Strecke kennt, die Strecke zwischen Flughafen und Duisburg geht nur gerade und macht nicht hier noch solche Knicke rein. Ja, deshalb, der Bahnhof ist ein bisschen fehlplatziert, weshalb wir hier auch wenig Platz haben, aber ich habe hier schon mal die Autobahn nachgebaut, die auch hier dann in einer sehr engen Kurve dann über die Ruhr drüber geht. Ja, aber was habe ich denn gemacht? Ich habe einerseits hier den Düsseldorfer umgebaut und zwar mit zwei ADV-Bahnhöfe. Und falls ihr euch denkt, ja, ich habe mir dann selber was zusammengescriptet, wie ihr hier seht. Das ist ein Bahnhof komplett ohne Gebäude. Und da bin ich stolz drauf, dass ich das hinbekommen habe. Und ich bin auch wirklich stolz. Und zwar aufs Aussehen mit den unterschiedlich langen Bahnhofsgleisen oder Bahnhofslängen. Bahnsteigslängen, sorry. Denn hier unten hält natürlich der Fernzug, hier in der Mitte S-Bahn und Regio, dann hier wieder Fernzug und natürlich hier unser Gleis 1, wo die Linie von Ehrentomate langläuft. Ja, ich habe auch schon ein paar Linien drauf, wie wir hier sehen. Einfach mal ein bisschen rumgefahren und geguckt, wie sieht's denn aus. Ich hab hier ein ICE drauf. Ja, ich wollte einfach mal mitfahren, denn ich wollte das Ganze natürlich auch mir anschauen. So, mit den DKWs kam natürlich auch jede Menge neue Optionen hinzu, wo ich auch deutlich mehr Weichen gespart habe, wie zu dem Bahnhof, wie es anfangs aussah. Und durch die Krümmung ist es natürlich auch viel einfacher, dann hier die Ausfahrt zu gestalten. Sie wurde viel kleiner, nicht kleiner, sondern schmaler. Und sie wurde auch kürzer, denn ich habe die Signale viel weiter nach vorne setzen können, da ich einerseits Weichen gespart habe und andererseits hier durch die Krümmung auch einfach Platz gespart habe. Aber das ist hier nun mein Ergebnis von Duisburg. Hier ist das BW von Duisburg. Dann haben wir hier die Überfahrt nach Krefeld, da habe ich mich entschieden, wer es noch weiß, hier war mal Krefeld, habe ich nun abgerissen, denn ich möchte natürlich eine Karte, die auch vom Linienplan her stimmt, deshalb habe ich mich entschieden, hier bei Krefeld, Hohenbadberg, Chemiepark oder Chempark aufzuhören und mich dann vielleicht noch zu entschließen, hier eine weitere Karte zu eröffnen, denn der liebe Bandion macht gerade den Krefelder Bahnhof und das reizt mich doch wirklich sehr, weil ja, dann wird die Map wahrscheinlich von Krefeld bis Aachen gehen, so habe ich mir das mal vorgestellt. Aber das sind alles mal Projekte, die jetzt einfach mal so in den Raum geworfen wurden, ja. Und wer die Strecke natürlich kennt, der weiß,
die Gleise sind jetzt hier nicht 2 Zentimeter neben Wasser. Das war einfach ein Fehlbau von mir. Ich habe es mir auf Google Maps nochmal angeschaut. Der Bahnhof müsste hier liegen. Also müsste hier drin liegen. Und dann wäre das auch mit dem geraden Gleis machbar, denn der Bahnhof sitzt auch nicht so, wie er soll. Da habe ich mich anfangs nicht so wirklich an den, an den Norden gewendet, also wo ist Norden, sondern ich habe einfach mal gebaut und habe ich gemerkt, da kommst du ja gar nicht hin. Was ich mir schon überlegt habe, ja, wenn ihr das seht, ich mache hier erst so eine Linkskurve und dann mache ich eine Rechtskurve, ja, dass ich dann das nochmal alles abreiße und ab hier gerade baue, soweit es geht, dann wären wir vielleicht irgendwo dann hier und da müssen wir dann halt in den Knick reingehen. Aber das überlege ich mir dann noch, da könnt ihr ja auch selber entscheiden. So, zudem habe ich hier endlich mal ein bisschen auch an den Gütern weitergebaut und habe hier die, ja, wie soll ich es nennen, ich nenne es mal die Güterumfahrung Bottrop gemacht, die ja hier von dem, ja, von dem Riesengleis vorfällt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man sowas nennt, Güterabstellung Oberhausen, hier unten durchgeht an Bottrop vorbei und hier in Gelsenkirchen endet, denn ich habe ja auch schon, wer das weiß, in einem Livestream mal einen Güterzug komplett über die ganze Map geschickt, so wie es halt geht. Aber das ist dann auch endlich mal angeschlossen. So, dann haben wir hier hinten, hinter Herne, ne Moment, über Herne, zwischen Herne und Recklinghausen, habe ich dann auch dieses Güterfeld angeschlossen. Das geht dann schlussendlich dann von oben hier nach Dortmund rein und ja, da freue ich mich schon wirklich sehr. Hier bitte nicht verwirren lassen, das habe ich einfach mal gebaut, um die Züge fahren zu lassen. Da kommt natürlich nachher der Dortmunder Hauptbahnhof hin, ist natürlich logisch. Und da freue ich mich auch schon sehr, weil hier weiß ich noch nicht so wirklich, wie ich das realisieren soll mit dem Bahnhof. Denn ich muss einerseits... ich muss halt mit diesen Gleisen hier auf eine Ebene kommen und das ist sehr schwer. Weil der Bahnhof sollte schon hier anfangen, aber das geht halt irgendwie nicht. Da muss ich mir noch irgendwas überlegen. Zudem habe ich hier in Hagen ein bisschen Dekoration gemacht. Habe die Hagener Brücke nochmal etwas umgebaut, etwas höher gesetzt, denn ich habe mir YouTube-Videos angeschaut und das hat mir nicht so wirklich gefallen. Genauso wie das hier. Und da habe ich halt gesehen, dass wir hier durch einen dichten Wald fahren und dass wir hier dann über die Hagener Brücke kommen, wo wir links noch ein Schotterbett haben. Das ist natürlich alles realisiert. Ja, in Hagen kam ich noch nicht wirklich so weiter, aber ich denke mal, dass ich mich nach Duisburg auch erstmal weiter um die großen Städte kümmern würde, wie zum Beispiel Essen, dass ich da mal die Hauptwege nachbaue. Und ja, ich habe noch grundsätzlich Geschwindigkeiten der Gleise geändert, denn die Open Railway Maps wurden aktualisiert und ich habe mich halt dann doch so entschlossen, die Daten von Open Railway Maps zu nehmen, denn wer sich ja noch erinnert, ein paar Regios fahren ja von Duisburg nach Düsseldorf auf diesem extra Gleis hier rechts. Und da wurde mir ja auf diesem NRW-Bahnarchiv gesagt, dass hier 80 ist. In Open Railway Maps steht 130 und auch in den YouTube-Videos ist zu sehen, dass auf dieser Strecke 130 ist. Deshalb habe ich mich jetzt einfach zu entschlossen, nochmal alle Geschwindigkeiten zu überprüfen, die Open Railway Maps mir zur Verfügung stellt. Und da habe ich auch noch ein paar anpassen müssen, damit es halt, ja, dann doch wirklich stimmt. Auch wenn es jetzt nur, sagen wir mal, 10 km/h waren, aber das ist mir dann schon wichtig und dann habe ich das einfach geändert. Ja, die weiteren Aussichten sind natürlich hier Duisburg mal auszubauen mit den platzierbaren Häusern und das kommt natürlich alles weg, denn ich möchte die KI selber steuern. Das heißt, ich möchte jetzt nicht hier eine Stadt haben mit, ich glaube, die hat jetzt 2.500 oder 3.000 Einwohner, das sind ja drei Städte, aber
Man merkt schon, dass das Geruckel dann auf der Map anfängt und naja, das gefällt mir nicht so wirklich. Deshalb baue ich mir die Häuser selber und baue dann um den Bahnhof herum, ja, einen kleinen Bereich mit Wohnhäuser, Gewerbe und Industrie, damit wir halt auch einen kleinen Pendelverkehr an den Bahnhöfen haben, dass die Bahnhöfe halt nicht komplett leer aussehen, sondern so würde mir ja schon vollkommen reichen. Ja, mehr muss es ja auch nicht sein. Es muss ja nicht überfüllt sein, dass hier alle drei Reihen von diesen Bahnsteigen ausgenutzt werden. Das möchte ich natürlich nicht. Aber ich möchte halt die Städte dann doch schon ein bisschen von der Infrastruktur so aufbauen, wie sie in echt sind. Aber ja, das alles in zu einem späteren Zeitpunkt. Ich möchte es erstmal Düsseldorf und vor allem auch Dortmund beenden und dann mich an die Städte machen. Oder vielleicht, je nachdem, wie lang die Projekte dauern, auch davor schon oder zwischendrin oder was auch immer. Aber das war zumindest mal der aktuelle Stand der Map. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder und bis dahin, ciao!